Moin moin und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, Freunde und Abonnenten meines Kanals. Es geht hier bei mir weiter mit einem neuen Projekt und zwar zu dem Action-Rollenspiel Folklore aus dem Jahr 2007, entwickelt von Game Republic und gepublished von Sony Computer Entertainment. Ja, Folklore, und zwar Folklore war mein wirkliches erstes Rollenspiel auf der PlayStation 3 damals. Ich habe es mega, mega gerne gespielt. Die Story und das alles hat mich sehr fasziniert. Das war alles sehr verworren. Man spielt die Geschichte aus zwei Perspektiven, also aus der Sicht von zwei Charakteren. Ich würde aber sagen, dass wir jetzt gleich mal anfangen. Eins sei noch anzumerken, ich nehme ja wieder wie gewohnt mit meiner AVMedia auf, weil Konsolenaufnahme und so. Ich nehme nur in 720p auf, weil das Spiel so oder so nur 720p, das heißt HD Ready unterstützt. Das würde also nichts bringen, wenn ich das in 1080p aufnehme, weil es sowieso nur in 720p ausgegeben wird. Und zur Not kann ich es ja später noch hochrendern auf 1080p. Mal gucken, das sieht dann meistens natürlich aber nicht so gut aus. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt sofort an, weil das ist jetzt schon meine zweite Session, weil das erste Mal hat er meine Stimme nicht aufgenommen. Und ich würde sagen, wir beginnen ein neues Spiel. Ich verlor meine Mutter, als ich noch sehr klein war. Ich weiß nur, dass sie mir abends Geschichten über Fairies und ein geheimnisvolles Dorf erzählte. Es hieß Doolin und dort trafen die Lebenden die Toten. Und jetzt erzählt sie mir, dass sie lebt? Mutter, warum hast du so lange gewartet? Ich sagte schon, weiter werde ich nicht fahren. Bitte, fahren Sie noch etwas näher an das Ufer heran. Kommt nicht in Frage. Wir würden es nie zurückschaffen. Ich habe eine Familie zu versorgen, Miss. Das ist viel zu gefährlich. Wir drehen um. Keine Widerrede. Warten Sie. Ich muss meine Mutter sehen. Es ist zu Ihrem Besten. Danke. Ich weiß das zu schätzen. Dann werde ich eben alleine gehen. Sie werden umkommen! Wie eine dunkle Wolke überschattet der Tod meiner Mutter und die Einsamkeit mein Leben. Ich muss sie einfach finden. Auch in modernen Zeiten bleiben manche Vorkommnisse ohne Erklärung. Spirituelle Begegnungen kommen in allen Teilen der Erde oft vor. Gleichzeitig schreitet die moderne Wissenschaft ständig voran. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die Grenzen zwischen Leben und Tod, ja die Schicksale der Menschheit, von der Wissenschaft analysiert und uns verständlich gemacht werden. Sie mögen es eigenartig finden, dass ein Reporter einer okkulten Zeitschrift so etwas sagt. Ach, verdammt! Bestimmt wieder so ein Spaßvogel. Hallo, hier ist die Redaktion Zeitschrift Unbekannte Domäne. Wie bitte? Sprechen Sie lauter. Sie werden mich töten. Ja? Das Dorf, Doolin, an der Klippe von Seed. Helfen Sie mir. Warten Sie. Hallo? Hey, hallo. Wir bekommen ständig solche Scherzanrufe.
Aber der hier schien anders zu sein. Ich fuhr also zu dem Dorf Dulin. Das Reich der Toten. Bist du das, Mutter? Ich habe mich so nach dir gesehnt. Es war so schwer ohne dich. Ich war so jung. Aber das ist jetzt egal. Warum antwortest du mir nicht? Entschuldigung. Was? Haben Sie mich angerufen? Was? Wer sind Sie? Warum sollte ich? Anscheinend nicht. Was ist mit der Dame da? Mutter! Hey, nicht anfassen! Sie ist tot! Wir müssen die Polizei rufen! Ein Mord im Dorf der Toten, wenn das kein Witz ist. Tja, wenn das mal kein Witz ist. Und hier sind wir jetzt in der Spielerauswahl. Und zwar... Wir haben zwei Hauptpersonen, die seht ihr ja schon, Keats und Ellen. Und ja, ich werde das folgendermaßen machen. Ich werde die Story einmal komplett mit Ellen durchspielen und mich danach der Story von Keats widmen. Ich habe das damals schon so gemacht und fand so die ganze Story also sehr gut zu verstehen. Also man hat es so sehr gut nachvollziehen können. Man erlebt erst alles mit Ellen und dann nochmal... die ganzen Ereignisse aus der Sicht von Keats. Und das ist schon ziemlich gut. Also mir hat es damals sehr gut gefallen, mit Ellen anzufangen. Und das werde ich diesmal auch so machen. Man könnte es natürlich auch so machen, den Prolog mit Ellen, dann den Prolog mit Keats. Dann das erste Kapitel mit Ellen, dann das erste Kapitel mit Keats. Aber so möchte ich das nicht machen. Ich möchte das erst mit einer Hauptperson komplett beenden, weil so kann man sich besser auf diese Person konzentrieren, ehe man sich dann der anderen komplett widmet. Ja, ihr habt bestimmt auch gemerkt, dass das Spiel eine deutsche Sprachausgabe hat. Die ist jetzt mal mehr, mal weniger gut. Also die Stimme von Keats gefällt mir eigentlich sehr gut. Von Ellen schwankt das stark. Aber ich glaube, man kann die hier nicht umstellen auf Englisch. Dafür müsste ich dann wahrscheinlich meine Konsole auf Englisch stellen. Was aber auch bedeuten würde, dass die komplette Text auf Englisch wäre. Und das möchte ich nicht. Und deswegen denke ich mal, dass wir mit dieser Sprachausgabe leben können, weil sie auch nicht allzu oft vorkommt. So, lange genug geschnackt. Wir fangen mit Ellen an. Ein seltsamer Tod, ein seltsames Land. Ellens Mutter starb vor 17 Jahren. Dennoch erhält Ellen einen Brief von ihr mit der Bitte, sie an der Klippe von Seed in Dulin zu treffen. Dort findet Ellen aber nur einen Tote, die hinabgestürzt ist, noch bevor Ellen sie richtig sehen konnte. Los geht's. Prolog. Jetzt sind wir auch schon an der Klippe von Seed. Mutter stürzte von der Klippe. Ich muss sofort zum Strand. Deine Umgebung siehst du auf der Minikarte ganz oben links in der Anzeige. Ja, ich werde in diesem Spiel ein wenig meine Stimme verändern, aber nicht so stark massiv, sodass jeder Charakter jetzt hier seine eigene kriegt. Also die können sich auch manchmal ziemlich gleich anhören. So, ich sag jetzt mal, wir gehen ganz schnell runter und gucken mal, wo Ellens Mutter denn da unten liegt. Wenn das denn ihre Mutter war. Also, ich finde das schon ziemlich komisch, wenn das ihre Mutter sein sollte, die ja eigentlich tot ist, und Ellen hier ankommt und sie nicht mehr reagiert und sie ja wahrscheinlich hier tot ist, so wie es aussah, wie Keith schon sagte im Intro. Mutter, arme Mutter. Ich wäre auch ein wunderbarer Synchrosprecher übrigens.
Mutter, sag etwas. Was ist los? Ich finde sie nirgends. Hä, was? Sie ist von der Klippe gestürzt. Ich muss sie schnell finden. Was, deine Mutter? Von der Klippe? Na dann viel Glück. Meine Mutter. Hey du, alles in Ordnung? Wo bin ich? Wie komme ich hierher? Mutter, ich dachte, ich hätte dich endlich gefunden. Es ist immer das Gleiche. Ein Funken Hoffnung, der schnell verlischt. Mutter, was ist nur passiert? Was soll ich tun? Ellen! Du bist nicht allein. Hihihi. Wer bist du? Vielleicht kannst du deine Mutter finden. Geh zum Wirtshaus. Inspiziere das Tagebuch auf dem Schreibtisch, um deinen Spielstand zu speichern. Genau, das werde ich jetzt gleich einmal machen. Einmal schnell speichern. Und ja, jetzt sind wir in Doolin angekommen. Das ist ja hier alles schon höchst mysteriös. Ellen ist gerade umgekippt am Strand und jetzt wurden wir von einer mysteriösen Stimme zum Wirtshaus gerufen. Wie es aussieht, ist es dunkel geworden. Ich konnte die Stimme natürlich schon sehr gut synchronisieren, weil ich weiß, wer da mit uns gesprochen hat. Und ja, ich würde sagen, dann gehen wir mal schnell zum Wirtshaus. Also wir haben auch gesehen, hier leben auch andere Menschen. Drücke Select, um die Statusanzeige mit einer Gesamtkarte der Umgebung aufzurufen. Das können wir hier machen, da steht auch immer nochmal, was wir machen sollen. Und zwar sind wir jetzt hier in Doolin, und zwar in der Nacht. In der Nacht schlafen hier die Einwohner. Und wir sollen jetzt aber zum Wirtshaus. Und das scheint hell erleuchtet. Na, mal gucken, was da los ist. So spät noch geöffnet? Wer ist die Neue da? Nur ein junges Mädchen. Erstaunlich, dass du es hierher geschafft hast. Du bist hier, um die Toten zu treffen? Wie nett von dir. Fairies? Oder vielleicht Geister? Entschuldige bitte. Wir sind Halbwesen. Nenne mich für Derek. Buhu, du hast deine Mutter verloren, nicht wahr? Aber nur nicht verzweifeln, wir können dir helfen. Mein Name ist Frizzy. Ist das hier ein Traum? Hohoho, du willst in die Unterwelt? Ich bin Damona. Stimmt es, dass du die Toten treffen kannst? Die Toten treffen? Hihi, dann bist du die Nächste, die den Mantel umlegt. Und die Tür zur Unterwelt öffnet. Der Mantel? Die Unterwelt? Scarecrow ist draußen. Er zeigt dir den Weg. Tiha, er wartet seit Jahren auf diesen Tag. Meine Güte, hier geht's ja schon ab. Gleich der erste Tag hier in Doolin und schon treffen wir hier diese Halbwesen. Unser Eins würde, wie schon Ellen gesagt hat, sie wahrscheinlich eher Geister nennen. Interessant, interessant. Das geht ja alles sehr schnell hier. Jetzt treffen wir schon die ersten sozusagen Fairies. Dann reden wir mal. Herrje, du bist ein Engel. Hätte nie gedacht, dass ein so junges Mädchen der Legende glaubt und hierher kommt. Das Mädchen seiner Träume hat Scarecrows Leben betreten.
Ich bin die Todesfee Frizzy, eine Fairy, die den Tod beklagt. Du bist in die Unterwelt gekommen, um deine Mutter zu suchen, wie rührend. Scheinen aber alle ziemlich freundlich zu sein. Sieht auch eigentlich sehr gemütlich hier aus und die Musik ist auch ziemlich zum Wohlfühlen. Ich heiße Jimmy Squarefoot. Hast du dich in die Unterwelt gewagt? Das ist das Land der Toten. Aber manchmal kommen auch Lebende. Daher rühren die Mythen über das Fairy-Reich. Die Tür zur Unterwelt befindet sich genau in diesem Dorf. Interessant. Hehehe, ich bin für Derek. Hehe, stehst du auf meine Klamotten? Rattenscharfe Mode, was? Aber Aussehen ist nicht alles. Ich hab's auch im Köpfchen. Na los, frag mich etwas. Und das sieht aus wie der Wirt. Eine Unterhaltung führen. Willkommen zu dieser vollendeten Nacht. Ich bin Gankona, so etwas wie der Wirt. Wir sind Halbwesen, weder lebend noch tot. Scarecrow sagte, es würde jemand kommen. Wir alle haben deine Ankunft erwartet. Na, das heißt, sie warten alle schon auf mich. Das ist ja interessant. Oder auf Ellen, besser gesagt. Quest kann ich hier noch keine annehmen. So, dann gehen wir mal nach draußen zu Scarecrow. Scarecrow, Vogelscheuche, gucken wir mal. Das war das englische Wort für Vogelscheuche. Was hat dich so lange aufgehalten, Ellen? Ich bin Scarecrow. Wer? Hihihi. Du willst deine Mutter sehen, hm? Dann solltest du in die Unterwelt gehen. Der Eingang führt unter das südliche Hänge. Komm schon, du wirst sehen, was ich meine. Kra-kra. Weißt du, wo sich das Hänge befindet? Folge dem Dorfpfad einfach Richtung Süden. Ob wir ihm vertrauen können? Immerhin ist Ellen ja hier wirklich sozusagen die erste Nacht oder den ersten Tag und schon passiert hier sowas. Naja, aber ich würde sagen, wir fackeln nicht lange und werden einfach mal das sagen, was Scarecrow uns das machen, das Scarecrow uns gesagt hat. Und zwar zum Hänge gehen. Hier im Stonehenge, dem Steinkreis. Hehe, du hast es geschafft. Wollen wir zu deiner Mutter? Du bringst mich zu ihr? Natürlich. Ich kenne einen besonderen Ort für Trauernde. Heute ist Samhain, ein besonderer Gebetstag für die Toten. Begib dich unter die Hänge. Dort liegt deine Kleidung. Welche Kleidung? Kann ich dann zu meiner Mutter? Natürlich. Aber zuerst das Ritual. Leg den Mantel von Seed um. Anscheinend verwendeten die Alten diesen Mantel, um die Seelen der Unterwelt in diese Welt zu überführen. Mantel anlegen? Alles mysteriös. Dann betreten wir hier mal die leuchtende Gruft. Oha, sieht ja einladend aus. Dann mal schnell rein, wa? In dieser Kammer liegt ein alter Mantel für den Unterweltkampf. Die alten Priesterinnen, die den Mantel benutzen, hörten jede Nacht die Stimmen der Toten. Du hast die Macht, den Mantel umzulegen, denn dir ist der Tod sehr vertraut. Oder nicht? Warum ich? Hihihi. Vertrau mir, ich weiß es einfach. Deshalb habe ich dich hierher gebracht. Mit der Zeit hast du viele Dinge verloren. Also, suchen wir gemeinsam. Meine einzige Erinnerung an meine Mutter ist, wie sie mir aus einem Buch vorliest und der Anhänger, den sie mir als Glücksbringer gab. Ja, ja. Die dunklen Erinnerungen könnten blockiert sein, aber jetzt ist alles gut. Sie
Mantel von Seed an und du kannst die Toten treffen. Der Rest, Ellen, liegt bei dir. Aber sei vorsichtig. Sie zu finden ist nicht unbedingt eine gute Sache. Hilf mir! Warte, lass mich los! Ich bin nicht fertig. Muss vorsichtig sein! Dieser Kerl, er saugt dir das Leben aus, nur um dich zu ärgern. Glück für mich! Ich bin schon halbtot! Ich sage das nur noch einmal. Die Unterwelt ist ein sehr gefährlicher Ort. Wenn du dahin gehst, kehrst du vielleicht nie zurück. Ich muss zu meiner Mutter. Wenn es dazu eine Chance gibt, kann ich jeder Gefahr ins Gesicht sehen. Und da hat Ellen den Mantel angelegt. Immer wieder geil, wenn sie das tut. Diese Sequenz, oh, damals hat die so Gänsehaut in mir ausgelöst. Einfach nur mega geil. Und die Musik dazu, hammer cool. Ja, jetzt haben wir den Mantel von Seed an oder den Unterweltmantel. Und jetzt sollen wir anscheinend in die Unterwelt gehen. Da hinten sieht man schon irgendwie das Tor, aber ich rede noch einmal mit Scarecrow. Ach, Ellen, du bist dem Tod so nah, kra kra. Jetzt habe keine Angst, geh durch die Tür. Du meinst dieses leuchtende Ding da? Ja, das Tor verbindet diese Welt mit der Unterwelt, kra kra. Und das werden wir auch machen, aber erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen und habt auch richtig, und ihr habt so viel Lust wie ich auf dieses Projekt. Ach, dieses Spiel, das ruft Erinnerungen wahr. Ich bedanke mich, dass ihr zugeguckt habt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.